Und oh, nicht runterspringen, nicht runterspringen. Ich glaube, da ertrink ich. Das ist ein bisschen zu weit um. Und dieses andere Ding, ja, ich trage hier Steine durch die Gegend. Hast noch nie gesehen sowas, ne? Ja, alle ich. Guten Dinge sind drei, ich mach's bei zwei, hoffe ich zumindest, und... Ey, Alter, bist du verrückt, hier Steine von der Brücke zu schmeißen? Kannst du nicht mal aufpassen? Mann, der hätte mich fast erschlagen. Hier, ja, ich bin ja so glücklich, juhu. Hallo, meine lieben kleinen Zelda-Wölfe. Ich bin's wieder, euer Cooper, der liebe Gaming-Wolf. Und wir sind zurück bei Breath of the Wild. Ja, gestern kam kein Video, weil bei mir ist im Moment alles verhext. Also ich schaffe nicht immer alles termingerecht, wie ich will. Deswegen möchte ich Assassin's Creed nämlich morgen rausbringen. Das heißt, Lego Star Wars lässt nochmal auf sich warten. Was aber auch daran liegt, dass ich auch morgen nicht viel Zeit habe. So, wir machen aber hier erstmal weiter. Wer bist du? Das hier ist Impas Anwesen. Das ist doch... Der Schickerstein. Bist du etwa... Ja, genau, der bin ich. Hallo. Ha, na, wer bin ich denn eigentlich? Bitte verzeih unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte tretet ein. Aha, okay. Gut, ja, danke fürs Platz machen. Ich dachte schon, wir kriegen hier ein bisschen Streit, aber... Okay, danke. Ja, wer bist denn du? Hallo? Ein Mann. Ja, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, schon. Oh. Der Schickerstein. Seid ihr etwa der, von dem Großmutter immer spricht? Ich habe es nicht vergessen. Ehrlich, ich bin nur etwas nervös. Alter Mädel, was ist los mit dir? Ich heiße Papa Paya. Ganz ruhig, atme mal tief durch. Ich bin ganz lieber netter. Puh, endlich ist es draußen. Ja, und nun? Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Ja, eigentlich schon. Das können die meisten eigentlich. Tut mir leid. Schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte, geht hinein. Meine Großmutter, sie wartet schon lange auf euch. Aha, okay, ja, das sagen mir irgendwie viele. Gut, ey, Mädel, nimm die Hände von den Augen. So hässlich bin ich nun auch nicht. Hallo? Wer da? Oh Gott. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lang her. Sehr lang. Ein paar Jährchen mehr hab ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Nö. Wer bist denn du? Hat dir das keiner mitgeteilt? Ich habe kein Gedächtnis mehr. Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht? Einmal mehr an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ dir nur eine Nachricht. Mir nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann musst du dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemanden aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komme noch einmal zu mir. Ja, was soll ich machen? Ey,
Ganz ehrlich, ich habe vielleicht 100 Jahre geschlafen, aber ich bin immer noch derselbe Link. Klar? Also, im Herzen bin ich immer noch ein Held und ich werde tun, was ich tun muss. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich dir die nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Natürlich, ich bin Link. Immer bereit, das Richtige zu tun. Sieh an, sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Jo, was anderes erwartet? Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Ja, ne? Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bannschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Hundert Jahre ist es nun her. Um uns auf diese prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die vier Titanen. Okay, erzähl mir mal mehr über die Titanen. Ich kein Gedächtnis mehr, ne?
Die vier Titanen. So nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Shika. Sie wurden von den vier Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Gorgonen steuerte den Titanen, war Rudania. Rivali von den Orni kontrollierte, war Medo. Der Titan von Mipha, der Zora nannte sich, war Ruta. Und Urbosa von den Gerudo steuerte, war Naboris. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den vier Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihr Verbleib. Das Licht des Shika-Steins wird dir den Weg weisen, dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Okay, ich wusste, auf das Ding ist verlassen, ne? So, und damit haben wir neue Zielpunkte erhalten. Doch dein Shika-Stein ist nicht vollständig aktiviert. Nicht? Da gibt's doch mehr Funktionen. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Okay. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für antike Forschung in Hateno Hilfe bekommen. Hateno? Was ist Hateno? Habe ich irgendwie schon mal gehört. Oder gelesen? Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno. Das ist eines der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitgehend verschont blieben. Oh, noch ein Zielpunkt erhalten. Tja. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Och Mann, immer dieses Schicksal. Okay, gut. Wir haben den Auftrag Impa die Weise abgeschlossen und neue Zielpunkte erreicht, dessen Reihenfolge wir selbst bestimmen können. Ich muss mich um das Juwel kümmern. Also lass mich bitte noch in Ruhe, ich bin ein bisschen zu schüchtern, ich gehe mal lieber. Okay. Ja, und wir werden jetzt auch mal gehen, und zwar in den Feierabend, genau. Ich beende den Part hier heute. Wir haben, ja, jetzt eigentlich, war es ja fast nur Gequatsche, viel gespielt habe ich nicht. Aber das musste einfach mal sein, das gehört ja nun mal dazu. Und beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall den Schrein machen. Und dann sollten wir überlegen, gehen wir erst zu Hateno oder wollen wir uns gleich einen Titan holen? Ich bin allerdings im Moment eher dafür, nach Hateno zu gehen. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Außerdem, falls euch das Video gefallen hat, gerne noch ein Like da lassen. Und ja, falls ihr es noch nicht getan habt, ne? Und keins meiner Videos mehr verpassen wollt, auch wenn im Moment da gerade ein bisschen Kuddelmuddel herrscht bei mir, dann lasst doch gerne noch ein Abo da. Yeah! Und, ja, natürlich könnt ihr auch gerne noch die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Ja, ich würde aber dann sagen, ich bin denn fertig für heute. Ich wünsche euch noch was, einen schönen Mittwoch, einen schönen Restwoche und au! Bye, bye!